So. Wieso ist sie letztes Mal auch zurückgekommen vor der im letzten Stream? Da ist sie doch hinten einfach stehen Ich wollte geblieben, nie oder? hierher zurückkommen. Ja, damit bist du nicht allein. Sprichst du mit dem Auto? Hallo? Die war letztes Mal besser drauf, ne? Schätzchen? Ich gehe dann schon mal vor, ne? Können wir nicht zusammengehen? Ich frage mich, was daran so ein großes Problem ist, die schmollt bestimmt. Hey, die Gräber sind da drüben. Ach was! Hey, die Gräber sind da drüben. Unsichtbare Mauer. Wird sie bestimmt gesetzt. Sag mal, bist du hier zurückge... Psst, nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leute, man müsste auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was sind denn Irgendwas? Na, Spiegelneuronen? man tut, was man sieht. Ja, wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein, es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Wo kommt denn das Echo her? Meinst du das Echo, wenn die beiden sprechen, oder gibt es sonst auch Echos noch bei dir? Das kann ich dir erklären. Ich hatte hier vorhin Tonprobleme, deshalb frage ich. Die sprechen in Gedanken, also telepathisch quasi sozusagen, weil Zwillinge. Oh. Nimm mal so hin. Und Unsere Mutter deshalb. brachte uns immer hierher. Super seltsam. Kronleuchter. Was? Kronleuchter? Mom. Warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein, es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und manchmal, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Kronleuchter, Lüsterallee. Nee. Berchtesgaden, Hannover, Böllen, Bünchen, Wilhelmshaven, genau. Die großen Metropolen. Feier des Lebens. Die 40 Tage. Die 40-Tage-Feier findet 40 Tage nach dem Ableben statt, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Einige glauben, es handelt sich um eine neuere Tradition, Mitglieder der Familie. Organisieren, ich hoffe, das war im Spiel, sonst mache ich mir echt Sorgen. Mitglieder der Familie organisieren eine gemeinsame Mahlzeit, bei der ein Feuermahl, ein Teller mit Essen, verbrannt wird. Um die Seele des Verstorbenen zu nähren und zu pflegen. Ein Jahr oder länger nach dem Tod wird ein QX Potlatch abgehalten, um den Toten zu betrauern und anschließend sein Leben zu feiern. Das QX wird vom Clan des Verstorbenen organisiert, um das verstorbene Clanmitglied durch eine traditionelle Zeremonie zu ehren, Anerkennung zu zeigen und Schulden an die entgegengesetzte Moiety zu begleichen, die den Clan während der Trauerzeit unterstützt hat.
Ich finde diesen Feiergedanken bei Toten eigentlich immer einen sehr sympathischen. Aufgrund des nationalen Verbots einheimischer Religion und Riten ist ein großer Teil unseres Wissens über das spirituelle Leben der Tlingit verloren gegangen. Unten befinden sich zwei unvergängliche Beispiele der Liebe und Ehrfurcht, die wir den Toten in der Tradition unserer Ahnen weiterhin zeigen. Achso, das eine haben wir eben schon gelesen. Und was ist das? Wir trauen an jene, die ans andere Ufer übergesetzt sind. Liebe kennt keine Grenzen und der Tod eines Clanmitglieds erschüttert die gesamte Gemeinschaft. Die Menschen kommen zusammen, um ihren Angehörigen zu betrauern und die Mitglieder des anderen Clans aufzuheitern. Gesundheit. Wird ein Adler betrauert, schenken die Raben den trauernden Adlerclans Liebe und Stärke. Wird ein Rabenmitglied betrauert, sind die Adler gleichermaßen für die Raben zur Stelle. Nach dem Gedenkdienst ist es üblich, dass die entgegengesetzte Moiety die trauernde Familie tröstet, indem sie ihre Aduvu-Insignien des Clans hervorholen, um die Tränen symbolhaft einzufangen, ehe sie den Boden berühren und so ihren trauernden Clanmitgliedern Unterstützung zu bieten. Finde ich, klingt alles sympathisch. Wenn ich über Gedanken so reden könnte, würde ich mich einweisen. Warum? Ich finde das super. Ist doch top. Telekinese, auch heißer Shit. Das Problem ist, das ist auch so ein Thema. Angenommen, dir passiert mal irgendetwas richtig Schräges, was auch immer, keine Ahnung, vor dir landet ein UFO oder du hörst Stimmen und bist nicht verrückt geworden oder irgendwas. Du brauchst einen Menschen wenigstens, einen, der dir den Scheiß glaubt. Den brauchst du, ohne dich für verrückt zu erklären. Und das ist das Problem. Ich wüsste mich nicht, ob ich den habe oder nicht. Deshalb muss man für sowas offen sein. Das kann ja jemand anderem auch mal passieren. Dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Michael könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe, ja. Moment, ist das der Baum, der bei uns Schiefer Riese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht Nals Borkley? Verpasste Gelegenheit. Weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und mit Silo Green? Mensch, in meiner Erinnerung reicht er bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. Kein Glück. Ja, Tessa wird doch hier sein. Das hier nicht. Robin Becker. 80 Jahre alt. Keine Sorge, hier sind wir alle verrückt. Willst du einen Ballon? Ja. De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Hallo. Kinder. Es ist Zeit. Wieso war denn das Eddies Stimme? Den verstehe ich nicht. Kann mir denn jemand erklären? Wieso höre ich denn Eddies Stimme? Ich habe auch nie an Paranormales geglaubt, seitdem ich es selber erfahren habe. Oh, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Also ich hätte da offene Ohren. Ich bin da total interessiert. Vor allen Dingen, du kannst es auch nicht jedem erzählen, ne? Die Hälfte erklärt dich gleich für einen Spinner. Das ist das Problem halt irgendwie, ne? Ach so, okay. Das muss auch eine Erinnerung sein irgendwo. Wie gesagt, eine gute Bekannte von mir, die hat definitiv Engel in ihrer näheren Umgebung, die sie sehen kann. Und ich glaube ihr das. Ein Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen.
Um jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind. Das Tlingit Preservation Committee und die Gemeinde von Delos widmen dieses Denkmal dem ewigen Band zwischen vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Generationen. Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Möge dies eine Ruhestätte für unsere Angehörigen sein, die ans andere Ufer übergetreten sind. Möge unsere ewige Liebe die Wunde der Vergangenheit lindern und uns in eine strahlende Zukunft geleiten. Ach was. Interessant. Wie gesagt, sie hat eine sehr plastische Beschreibung und ich wüsste nicht, warum man sich das ausdenken sollte. Also gibt es für mich keine Veranlassung, ihr das A nicht zu glauben und B, ja, man kann sagen, ich bin ein bisschen neidisch drauf. So. Müssen wir wirklich gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay? Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey. Ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an ihr Grab gehen. Aber es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Die kann auch Schmerzen von anderen Menschen spüren. Also auf... sogar auf ein bisschen Entfernung, aber so bei Handkontakt kann sie dir genau sagen, wo es bei dir im Körper wehtut. Die ist wirklich geerdet, die Frau. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Siehst du, jetzt das Echo weg. Macht es euch bequem. Also, wie... Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Oh, ja. Und, wie war dein Onkel so? Er soll persönlich fragen. Wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Auf was vor allen Dingen tippt denn der Onkel? Wie tippt man denn wie ein T-Rex? Naja, du knutscht fast die Tastatur. So, als hättest du kleine Babyarme. Wie ein T-Rex. Bleib wie du bist, Michael. Wie auch immer. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Ja, natürlich. Aber frag trotzdem. Dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist Oldschool Tlingit. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Ich bin echt gespannt auf deine berühmte Marinade. Hey, was ist die Geheimzutat? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Birkensirup. Ach, wie konntest du? Zwillinge gehen vor, Michael. Okay. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Was ist die Geschichte des Tlingit-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Was ist die Geschichte des Tlingit-Denkmals?
Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Macht er sich da gerade ein bisschen drüber lustig? Das war Onkel William. Ach so. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ja. Das ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Was ist die Geschichte des Klinke-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen. Kann man das überspringen? Niemals im Chaos der Geschichte. Nee, kann man nicht skippen, obwohl man es jetzt das zweite Mal schon. Onkel William. Naja, okay, gut. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Ich bin der Meinung, das hat nichts mit Erdung zu tun. Ich bin auch der Meinung, ja, ich bin auch meiner Meinung nach sehr geerdet. Nicht so oft. Ich mache nicht mit Esoterik und so, bin offen für diese Dinge. Ja, warte mal eben. Ich störe dich nicht länger. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Bis später. Aber klar. Das mit den Engeln und Geistern meine ich damit auch nicht. Aber sie hat auch schon einzelnen Leuten mal zumindest übergangsweise ihre Schmerzen genommen. Die nimmt sie dann aber nicht in sich auf, sondern leitet die durch und muss sie aber absorbieren. So beschreibt sie das jedenfalls. Das meinte ich dann mit Erdung quasi irgendwie sozusagen. Jedenfalls... auf das, was Wiener Mabel schreibt. Ich schalte das nicht ab. Ich würde niemals jemandem etwas absprechen, aber ich glaube halt nicht dran. So wird mir ein Schuh draus. Ich glaube auch nicht an Gott. So, ganz einfach. Ich gönne aber jedem seinen Glauben, aber ich kann halt nicht dran glauben. Dann, ich hätte dann automatisch eine schlechte Meinung von ihm, sag ich mal. Deshalb ist es mir lieber, wenn ich mir vorstelle, ist gar auch nichts draußen, weil sonst wäre ich nur bockig und sauer auf ihn. Dann ist es eigentlich komisch, wenn man sagt, ja, aber wenn du an sowas jetzt nicht glaubst, aber an Telekinese glaubst du. Das ist ja komisch. Ich weiß nicht genau, ob ich dran glaube. Das kann ich so nicht, sie wird es jetzt nicht als ich glaube dran bezeichnen. Aber... ich find's cool, so, wenn es das geben würde. Und ich vertrete die Meinung, also man könnte jetzt sagen, wenn du mir nicht beweisen kannst, dass es das gibt, dann gibt's das nicht für mich. So. Und dann würde ich es aber schade finden, weil ich würde schon cool finden, wenn es das geben würde. So, vielleicht auch für alle oder zumindest für mich mal oder sowas, ne? So übersinnliche Sachen halt. Und da man mir nicht beweisen kann, dass es das nicht gibt, möchte ich das wenigstens für möglich halten. Weil damit lasse ich mir die Möglichkeit offen, dass diese coole Sache... die ich eigentlich ganz geil finden würde, dass die denn doch existieren könnte. Also das ist so meine Herangehensweise. Und da jetzt irgendwie einen Allmächtigen oben zu haben, der alle möglichen schrecklichen Dinge zulässt, finde ich halt echt uncool eigentlich. Und deshalb habe ich da auch gar keinen Bock zu. Und deshalb sage ich mir, ja, dann... ich bin da rein egoistisch veranlagt. Ne? Die Dinge, die ich cool finde, da möchte ich auch für möglich halten, dass es die gibt. Und die uncoolen Dinge, die können halt irgendwie auch wegfallen. So, das ist das Ding halt, ne? Also das ist so meine Vorgehensweise. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich an Telekinese oder an Telepathie oder sowas glaube, aber ich würde es cool finden. So. Und dann bin ich ja nicht so blöd und nimm mir die Möglichkeit, dass es das geben könnte. Ich halte das schon für mich offen. Da bin ich komplett egoistisch veranlagt. besprechen. Schaman gibt es schon ewig, ja. Wenn man verzweifelt ist genug, ist, glaubt man alles. Ja, aber wie gesagt, wenn es den Leuten Trost spendet, an eine Gottheit zu glauben, ist das eine positive Sache. Bin ich voll für. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast. Will ich auch niemanden nehmen. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Ich dachte, ich überrasche dich.
Was machen wir denn jetzt hier? Du weißt, dass ich hören kann? Hey, ihr wisst, dass ich euch hören kann, ja? Haltet die Ohren zu, die Erwachsenen reden. Das ist frech. Hey, ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin, aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Oh, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Schlagen wir darauf ein, mein Freund. Was passiert denn jetzt hier noch? Eigentlich wollten wir noch Tests suchen. Habe ich irgendwas verpasst hier? Weiß nicht, ob ich versuchen sollte, das auszusprechen. Mann, bin ich eingerostet. Dann, ich versuche das auch gar nicht erst. Ach, so ein Besprechen. Ich habe jetzt gerade keinen Schimmer, ob ich mich da nochmal hinsetzen sollte. Damit wir gemeinsam aufbrechen können? Ich weiß es nicht. Mach dich mal eben. Wie läuft's? Bis später. Aber klar. Wow. Was habe ich denn verpasst? Wieso? Also ich gehe jetzt erstmal alleine weiter. Okay. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Tja, es sind nur wenige Schritte und ich fange bereits an, es zu bereuen. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Ja. Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Er steht ja nach dem Baum. Diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. So. Hey, Ann! Nabend! Ain't nothing but a heartache. Schön, dass du da bist. Ja, moin. Das freut mich aber, dass du reinschaust. Hallöchen. Der Kanal, der mehr Werbung für das Charity-Event macht als alle zusammen. Es ist so unfassbar. Hier ist noch eine Erinnerung. Okay. Alle glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Soweit gut. Ich habe zwar jetzt... Ich bin in der zweiten Woche Urlaub. Ich habe null Erholungsfaktor in diesem Urlaub gehabt. Es war halt doch mehr ein Arbeitsurlaub. Aber ohne wäre es jetzt auch gar nicht gegangen. Ich will mal gucken, ob ich in den letzten beiden Tagen erholen kann. Aber ich habe morgen einen überraschenden Zahnarzttermin, weil ich da ein Malö hatte gestern Nacht. Insofern, so viel zur Erholung. Nee, wie gesagt, Urlaub gehabt.
Event und bin dann auch irgendwann mal, irgendwann habe ich mal versucht, mich nochmal hier um meine Overlays zu kümmern, irgendwie so. Überwiegend Event. Aber ich komme dich jede Woche besuchen und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Ich bin bald zurück. Und okay? Was wählen wir denn jetzt? Also gut, klar, wenn ich Allisons Erinnerung wähle, dann haben wir wieder eine Übereinstimmung, denke ich mir mal so, logischerweise. Wenn ich Tylers wähle... Aber ich komme dich brauchst Urlaub von Urlaub. Ja, Montag muss ich wieder hin. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Tut mir furchtbar leid, aber die Erinnerung, die Tyler hat, die macht für mich mehr Sinn. Wenn er weggesperrt wird, dann kann er wohl schlecht sagen, ich komme bald zurück, von der Idee her. Also wird sie ja wohl eher gesagt haben, ich komme mich jeden Tag besuchen oder sowas. Und macht ja wenig Sinn. Sonst. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Jede Woche. Wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Wir wählen die, auch wenn aber ich komme dich jede Woche besuchen. Uns das nicht näher bringt. Jeden Tag unsere Stimme. Dann sehen wir uns ja bald. Hör auf zu weinen, Dummkopf. Wir müssen los, Kinder. Das andere macht ja wenig Sinn, ne? Ich könnte schwören, es war andersrum. Es tut mir so leid. Ich hätte in den Hungerstreik gehen sollen, bis Eddie mich gefahren hätte. Hey, vergeben und vergessen. Eigentlich stimmt es nicht. Wenn hat Notdienst in die Bremer Stadtmusiker geleistet? Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich bin gespannt, ob wie oft ich dieses Mal ablebe. Mal gucken. Matt, moin. Glaubst du, Snowball lebt immer noch dort? Schneeeulen werden nur etwa 10 Jahre alt. Oh, Ruhe in Frieden, Snowball. Carol Brown. Das ist doch die Mutter von Eddie, ne, Carol? Ich hab vergessen, wie schwer der Tod von Eddies Mom von Mary Ann war. Naja, wir waren erst 4, aber ja. Sie verlor eine ihrer einzigen Freundinnen. Sie hat immer gesagt, ohne Carol hätte sie nie ein Zuhause in Bellows Crossing gefunden. Glaubst du, ihr Tod war der Anfang von Mary Anns? Du weißt schon. Es hat sicher nicht geholfen, aber nein. Das war Jahre später. Ja, aber halt noch eine Person weniger, ne? Mit der man sich dann austauschen könnte. Matt, einen schönen guten Abend nochmal. Gucken wir uns erst hier oben. Da oben steht eine Person. Hi. Ja. Was denn? Ich hab sie gesehen. Das ist es. Nächtig. Ja. Gott. Ich glaube, ich brauche eine Weile. Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Bin gleich zurück. Kein Glück. Ich sehe nicht erst. Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Warum erinnere ich mich nicht? Wo ist sie? Oh, das ist es. Eine ihrer einzigen. Ach so, einzig gibt es natürlich nur einmal. Stimmt. Das ist wie einzigste. Man kann es ja auch nicht steigern, ne? Darauf war es bezogen, ne? Denke ich mir. Das? Was zum Teufel war los mit dir? Was ist zerbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du warst nicht auf dich
allein gestellt. Aber die war die ganzen Jahre dann nie am Grab? Tessa? Kinder, ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr? Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Na, sie hat oben eben noch am anderen Grab gestanden. Da würde ich auch ganz gerne mal gucken, an welchem. Distel? Nach unserem Tod sind die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herzlos genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich... Touché. Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich werde nicht nochmal für ihre Entscheidungen gerade stehen. Marianne ging's gut, bis du sie gemeldet hast. Wieso nochmal? Gut. Sie lebte seit Jahren nur von Almosen. Man kann nicht immer völlig zugedröhnt zu einem großzügigen Jobangebot aufkreuzen. Wenn man überhaupt auftaucht. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Ich drücke auf jeden Fall fest in die Daumen. Bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kensky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich... Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Das haben wir doch gelesen. Bitte, vergesst das einfach. Das haben wir doch gelesen. Der hätte 37 Jahre als Anfänger gemacht. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Oh, ich bin da eher für die schwammige Antwort. Finde ich ein bisschen hart, gerade in der Situation jedenfalls. Ja, also sie hat ja schon ständig Lebensmittel gegeben und alles. Und wenn sie ihr wirklich Jobangebote gemacht hat und sie ist da irgendwie betrunken aufgetaucht oder gar nicht, was hätte sie denn anders machen können? Sie hätte klar nochmal mit ihr reden können. Hat sie wahrscheinlich vorher gemacht, ne? Da ist es wieder. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja, aber zu sagen, hätte sie besser machen können, dann muss man auch eine Idee haben. Was kann sie denn besser machen? Ich hätte jetzt gerade keine. Sie hätte sie noch mal darauf ansprechen können irgendwie so. Aber irgendwann resignierst du halt, ne? Und machst sie dann halt auch eben, wie sie schon sagte, sie hatte dann irgendwie Bedenken, dass sie die Kinder auch mit runterzieht, wenn sie die schon womöglich zum Klauen schickt. Ich hab das jetzt mal eben einfach für wahr genommen, was sie gerade gesagt hat, ne? Nichts zu machen ist manchmal auch nicht richtig. Nee, das stimmt. Ich glaube, das untere schaltet aus.
Was hat Tomaris denn gewählt? Tomaris gewählt. Ich habe Tomaris gesagt, ne? Ihr seid für mich eine Person, du Dummi. Du hast oben gemacht, naja. Ich wollte dich eigentlich erst danach gefragt haben, aber ich lasse mich davon ja nicht beeinflussen. Wie oft willst du denn mit einem Alkoholiker reden? 10, ja eben, wo ist die Grenze? Genau. Das bringt ja irgendwann nichts mehr, ne? Du warst besorgt. Und hast getan, was für dich richtig war. Ich weiß. Allison auch. Die Situation war so beschissen, dass, naja, es wahrscheinlich keine richtige Antwort gab. Danke, ich. Nein, ich hätte mehr tun können. Mary Ann war so fragil. Sie brauchte Hilfe und dritten Abend. Ich habe versagt. Ich habe Schuld an ihrem Tod. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Hätte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Ja, gute Frage. Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Transgender Mann, als Info für dich. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Genau, das war im Juli kostenlos, genau. Wie war die Frage? Scheiße. Ich habe gerade mit dem Chat geredet. Wir haben ihr doch vergeben, oder nicht? Eben gerade. Oder worum geht's da jetzt? Worum geht's denn da jetzt? Ich gucke jetzt mal in meinen eigenen Stream rein. Moment. Moment. Das muss ich jetzt wissen. Ach toll, jetzt gucke ich in meinen Livestream rein. Das ist ja total albern, ey. Ich muss in die Aufzeichnung angucken. Essen möchte ihr vergeben? Sie kann nicht alleine entscheiden. Ja, aber ich habe mich doch schon entschieden. Du sollst über das Verhältnis entscheiden. Ja, okay. Aber die Entscheidung war doch eigentlich schon da. Sonst hätte ich ja nicht also jetzt das untere zu nehmen, ist ja albern. Nach den Dialogen würde ich es total aberwitzig finden. Ich will keinen mehr verlieren. Und wenn wir Leuten nicht vergeben können, was bleibt uns verdammt nochmal übrig? Danke. Euch beiden, Kinder. Ich habe die Geschichte eurer Mutter nie gekannt, aber sie war offensichtlich sehr schmerzhaft. Sie sagte immer, ihr beide wärt das einzige Glück gewesen, das sie je hatte. Ich will mich bemühen, ihr zu vergeben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Wenn ihr zwei morgen in der Stadt seid, kommt doch ins Café. Ich gebe was aus. Steht Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon. Ja, weil da hätte ich mich jetzt komisch gefühlt, an der Stelle irgendwas anderes zu sagen. Es ist ja komisch, da hätte ich mir die Dialoge ja vorher sparen können, ne? Deshalb war ich eben ein bisschen überrascht. Das war wild, was? Aber hallo. Ich hatte sie schon aufgegeben. Aber manchmal ändern sich Menschen wohl doch. Ich weiß. Jetzt fühle ich mich wie der letzte Arsch. Musst du nicht. Gut, dass sie das alles mal gehört hat. Vermutlich hast du recht. Trotzdem, ich brauche ein Friedensangebot für meine Rückkehr. Hast du Ideen? Jesus-Kram? Vielleicht bringe ich einfach das Buch zurück, das ich mir ausgeliehen habe.
will jetzt wissen, an wessen Grab sie gestanden hat. Deshalb will ich nochmal eben zurückgehen. So, auf die Frage, wie lange ich das schon spiele. 9,7 Stunden, laut Steam. Ja, aber ich glaube, durchschnittliche Spieldauer sind, also ich, zwei, ich glaube, weiß ich, wie lange hat Valles Tomaris auch? Müsste mir eigentlich... Können wir zurück zum Auto? Ich bin platt. Ich will da hoch. Wo willst du hin? Unsichtbare Wand angucken. Ich wollte wissen, an wessen Grab sie da gestanden hat, Mensch. So ein Ärger. Wo bist du überhaupt? Du kannst so weit sprechen? Interessant. Es gibt so einen Well-Faktor. Wenn ich so gucke bei How Long to Beat, gibt es ja eine Webseite, wo man gucken kann, wie schnell haben Leute Spiele durchgespielt. Da gibt es ja so Main Story und mit Extras und Completionist und dann gibt es so am langsamsten, am schnellsten und so Medium-Wert. Und wenn ich mich daran orientiere, und da steht dann zum Beispiel Medium 14, wir haben so einen Well-Faktor von 1,5 bis 2,5 ausgerechnet. Also du musst immer mindestens nochmal die Hälfte an Zeit draufschlagen, wenn ich spiele. Von dem Medium-Wert, der da steht. Ich komme ja bestimmt auf 17 Stunden. Die neue Unterschied, dann schönen guten Abend. Wir müssen ja erstmal Kapitel 2 fertig spielen. Letztes Mal wurde gesagt, sie besucht ihre Eltern. Ja, ich meine auch, dass sie zu ihrem Vater oder zu ihren Eltern hingegangen ist. Ich wollte es trotzdem mal gesehen haben. Ich hätte ja vorher abbiegen können. Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Warum? Ja, können wir machen. Muss ich? Wohin denn? Wo willst du denn sitzen? Jetzt kann ich mich aussetzen. Okay, dann setze ich mich. Und? Besser? Keine schlechte Aussicht, was? Wow. Ja. Ja, doch. Ich verstehe jetzt, warum sie Friedhöfe an schöne Orte setzen. Ach, macht es etwas erträglicher. Carlos. Aussicht für dich. Carlos hat sich im ersten Video gemeldet heute. Hahaha. Muss noch antworten. Tommy, ich grüße einfach mal. Ach, du kannst ja selber grüßen. In der ersten Folge auf YouTube hat Carlos geschrieben. Ich wollte es dir nur mal mitgeteilt haben. Klang so, als würde er sich freuen, dass er meine Story endlich von Anfang an mitkriegt. Unser Wiedersehen ist nicht gelaufen wie geplant. Oh, Furcht. Hör zu. Wir wussten ja nicht, dass er geplant. Ich weiß, das war hart. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit mir durchgezogen hast. Fireweed war klasse. Aber niemand dort war so richtig für mich da. Weißt du, du bist die Einzige. Hey, Bruder und Schwester. Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Gerne. Du hast mein Leben gerettet, Allison. Und du bist deine ganze Kindheit über in Fireweed eingesperrt gewesen. Warte. Gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nicht doch. Ich wollte das so. Es ist nur... Ich habe dein Leben gestohlen, Tyler. Und es dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali, Michael wird ein berühmter Koch und was mache ich? Nichts. Du hast das alles eben auf deine eigene Weise verarbeitet, okay? Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno und startest voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Aber wir haben es durchgezogen, stimmt's? Ja, du hast recht. Hey, wo auch immer Ranger Tyler landet, er sollte ab und an auch mal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Hörst du? Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Wir haben Zeit. Oh ja, natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Ich würde denken, dass sie das Kapitel jetzt abgeschlossen haben. Delos durch mit ihr. Vielleicht war sie zu stolz, aber sie hat so lange so hart gearbeitet. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, kam ihr niemand zu Hilfe. Nicht mal Tessa. Oder Eddie.
Und als dann das Jugendamt auf dem Weg war, hat sie... aufgegeben. Aber ihre Kinder töten? Ernsthaft? Ich glaube nicht, dass sie... Ich weiß nicht, was sie da gesehen hat. Aber... Es fühlt sich so an, als ob da noch was fehlt. Oder? Da fehlt auch noch was. Du wirst nie verstehen, was ihr durch den Kopf ging. Hat sie bestimmt nicht mal selbst. Ich will wissen, wer der schwarze Mann ist. Was ist denn das für Geräusch? Fällt da Schnee von den Tannen runter? Immer dieses Flapp. Hört ihr das auch? Das Gefühl wird wohl für immer bleiben. Da war's schon wieder. Ich hoffe, es hört jetzt auf. Das macht mir Sorgen. Sobald ich die Couch sehe, falle ich um. Rappel dich lieber auf. Wir müssen immer noch etwas aufräumen. Muss das sein? Hey, wer am meisten packt, schläft auf dem großen Sofa. Scheiße. Allison. Ich hol den Feuerlöscher. Der schwarze Mann? Wer zum Geier ist denn das? Der hat doch eine Kapuze aufgehabt. Das war doch ein Computerhacker. Das sind immer die in den Hoodies mit Kapuzen. Genau. Das kann nur ein Computerhacker sein. Die Medien lügen alles nicht. Okay? Allison, Scheune. Ich mach das. Bleib hier. Bestimmen wir mal vom CCC oder wie diese komische Vereinigung heißt. Was war das? Da war ein Typ. Er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Ein Typ? Wie sah er denn aus? Der schwarze Mann. Ich bin mir nicht sicher. Ich konnte ihn nicht gut sehen und er war schwarz gekleidet. Würde jemand unsere Scheune niederbrennen wollen? Ich weiß nicht. Doch, ich finde es heraus.